Hey Leute, willkommen zurück zu Dead Space Teil 2. Auf geht's zur Solaranlage, denn wir brauchen wieder Strom auf der Sprawl. Ja, der gute Tideman hat ihn uns abgestellt und ohne den kommen wir nicht weiter mit der Bahn. Kapitel 7. Ellie, was macht Stross? Schalten Sie den Strom ab. Man kann Geräusche 3 Blocks weit hören. Er wird noch meinen Standort verraten. Ellie, bringen Sie ihn dazu, sich zu konzentrieren. Ich muss wissen, was er mir sagen will. Oha. Kapitel 7. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es gibt, ehrlich gesagt. Ein Shop. Ein Shop, ein Shop, ein Shop. Da. Mistviecher. Elendige. So, jetzt erstmal schön alles verkaufen, was ich habe. Ich habe 2 Halbleiter, glaube ich, und den Flammenwerfer. So, ja bitte. Ach, wie schön wäre endlich mal ein neuer Anzug, Leute. Das ist ja... Oh ne, warum sind die nicht sortiert? So. Ne, ich brauche keine großen Packs. So. Das reicht, glaube ich. Ich will nicht so viel ausgeben für Knoten. Denn ich glaube, die Anzüge hier waren ein bisschen teurer als normalerweise. Na? Und meine Waffe habe ich soweit ja schon auf Maximum. Ich könnte höchstens die Schussgeschwindigkeit... Oh! Fähigkeit umbauen freigeschaltet. Wähle ein Objekt und drücke R, um alle installierten Knoten zu entfernen und erneut zu nutzen. Mal... Hä? Seit wann ist das denn, Leute? Ich kann mich nicht erinnern, dass es das damals gab, ehrlich gesagt. Oder? Es kann vielleicht sein, weil ich habe den, ich muss das kurz ausführen, Entschuldigung, wenn ich jetzt da eine halbe Minute rumstehe. Ich habe mir den DLC installiert auf PlayStation 3 für Dead Space 2, den habe ich schon durchgespielt. Und da wurde das auch freigeschaltet. Ich habe mich da mit derselben E-Mail angemeldet wie auf meinem EA-Konto. Und vielleicht ist es ja deswegen jetzt hier auch freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das Humbug ist oder ob die das einfach mal in einem Patch irgendwann nachgeholt haben. Ich habe keine Ahnung. So, Kapazität brauche ich erstmal nicht, das ist Quatsch. So, das soll auch reichen. Ja, hole ich mal das später. So, erstmal Lebensenergie, Schaden durch Chinese und so weiter. Nee, das wundert mich jetzt auch. Weil das ist jetzt, wie gesagt, die Session, nachdem ich den DLC eigentlich dann durch hatte. Ich weiß ja auch nicht. Könnte es Zufall sein. Oder auch nicht. Oh, habe ich... Ich habe nicht mehr viel... Ich muss mir noch Munition kaufen, glaube ich. Ich glaube, das ist hier eine Notwendigkeit. Der Solaranlagen. Der Port befindet sich jenseits der Magnetbahn. Es wurde ein Reparaturauftrag erteilt. Ja, das ist wunderschön. Ellie, ich habe hier ein Problem. Scheinbar befindet sich der Dockingport, der zur Solaranlage führt, am Boden des Schachts. Ja, ja, klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich sehe mir das Ganze von draußen an. Ja, reparieren, ne? Yay. Das ist eine coole Sache mit diesen Schubdüsen da. Ach, guck mal, Leute, das feiere ich so hier an dem zweiten Teil. Dieses Rumfliegen so im Raum. Guck mal, das kann ich auch wieder lenken. Aber das bringt's nicht. Das kostet mich nur Munition. Guck mal, der Saturn. Oder? Ist der Saturn. Ich meine, wir sind hier immerhin auf einem Mond um den Saturn. Also die Sprawl ist ja ein Teilstück des Mondes. Ich hoffe mal, ich rede jetzt keinen Humbug wieder. Ich finde das so super. Stell dich mal vor, ihr könntet sowas zu Hause machen hier. Einfach mal so frei rumschweben, wie ihr lustig seid. Aber mich wundert, dass es so keine Trägheit gibt. Guck mal, ich halte an und halte auch an. Normalerweise müsste ich jetzt einfach weiterschweben. In die Richtung. Der gleicht das ja nicht aus durch die Schubdüsen, wie man sieht. Oh.
Aha, seht ihr mal. Guck mal. Ellie, ich habe den Aufzug repariert und gehe jetzt hoch zur Anlage. Wow. Das macht Stross. Was glauben Sie denn, was er macht? Können Sie den Schall hören? Er halluziniert. Das ist Teil der Krankheit. Das riecht nach Ärger. Gehen Sie einfach weiter. Das riecht nach Ärger. Ja, das tut's. Gibt's hier noch was? Leute, im, so im großen Raum, ich finde da nie alles. Ich schaue mich zwar immer gut um, aber ich denke immer, dass ich was verpasse. Oh Mann, ich will das jetzt nicht. Ich weiß noch, dass diese Stelle ein bisschen unangenehm war. So ein bisschen. Ich hab's doch gewusst. Du Dreckige. Aha. Na? Wie fühlt man sich so ohne Kopf? Ich gehe mir nochmal Munition kaufen, Leute. Ich schaff das nicht. Oder? Ach, Schabernack. Probieren geht über Studieren, oder? Ich habe trotzdem Angst. Man sieht gar nichts. Oh. Oh, guck mal. Schön. Round. Round. Ist schon recht klasse hier. Ah. Ihr Dreckviecher, was mache ich denn? Au! Alter Schwede! Okay, es ist auch sehr laut, das irritiert mich so ein bisschen. Ihr habt's gesehen, das geht hier verdammt schnell. Ich habe mich irgendwie verdrückt, weil ich Panik bekam und dann, ja. Ich wollte eigentlich, ich wollte doch nur... Ist der schon tot? Schnelle Heini, ja, scheinbar. Oh, was war das? Hä? Warum ist die Tür so schief? Leute? Wie soll ich denn da reinkommen? Guckt euch das doch mal an. Ja, richtig, scheiße! Was ist denn das schon wieder für ein Bug? Och man. Ach, guck mal, jetzt kommt er erst. Ja, ja. Ja, ja. Nee, ist immer noch so schräg. Leute, das ist doch nicht richtig. Das ist doch nicht richtig. Da macht man was mit hier, ne? Ich weiß echt nicht, was in meiner Version nicht stimmt. Das hatte ich damals nicht auf meinem alten Computer. Das ist erst mit meinem neuen Computer, und obwohl ich alles ausgestellt habe, also Physics. So, jetzt kaufe ich mir wenigstens noch ein bisschen Munition nach. Ja. Ja, ja, ja. So, jetzt gucken wir nochmal. Wenn nicht, werde ich mal speichern und wieder neu laden. Das kann ja wohl nicht sein. Ich hoffe nur nicht, dass ich es mir dadurch kaputt mache, weil dann muss ich nochmal vom letzten Speicherpunkt ausspielen und der war nicht schön. Der war gar nicht schön. Ne, ist sogar noch schlimmer geworden, glaube ich. Leute, das darf's doch wohl nicht geben. Das ist doch mal... Dann können wir wenigstens nochmal das Menü begutachten. Sag mal, das ist ja lächerlich. Das ist ja richtig lächerlich.
So, wo waren wir denn? Kapitel? Mach ich mal hier so. Zack, überspeichern. So. Wunderbar. Jetzt laden wir das Ganze nochmal. Ach, Kinder. Und sowas hier im Let's Play, ne? Peinlich. Peinlich, peinlich. So. Jetzt hat sich das Problem bestimmt erledigt. Das wette ich mit euch. Ist ja immer so. Auch diese Physik-Bugs, dass irgendwas auf einmal bei mir anfängt rumzuflabbern, da so der Stern vorhin. Als ich da in der Grundschule war. Oder lauter so Späße eben. So, bitte, bitte, geh jetzt. Ja, danke schön. Es ist so bescheuert. Es ist so bescheuert. Ich will nicht jedes Mal das Spiel neu starten müssen dafür. So, diesmal denke ich dran. Ich hätte die Stase aufrüsten sollen. Ja, das sehe ich jetzt ein. Aber ich habe ja genug zur Reserve. Also ich habe insgesamt 8 Schuss für die Stase. Dann geht das hier eigentlich. Hoffe ich. Oh Mann. Es ist so schön, diese Aussicht. Aber gleichzeitig auch sehr bedrückend, finde ich. Weil man weiß, hier geht gerade ganz schön was ab. Ah, jetzt komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir wissen alle, dass du es willst. Au, du. Na, was? Nee. Scheiß Viecher, es ist jetzt mal gut. Ah. Ich habe keine Luft mehr, Kinder. Oh, meine Güte, ich hätte mir vielleicht doch ein bisschen Luft mitnehmen sollen, oder? Hat aber geklappt. Mehr schlecht als recht, aber es hat geklappt. Ist hier so am Schnaufen oder ist das... Ja, okay. Hallo? Ich darf hier nicht aufstampfen. Oh, Energiekanone. Ja, gut, dass ich die nicht nutzen werde. Haha. Ja. Die hören sich eigentlich voll harmlos an, dafür sind sie aber ganz schön garstige Dinger, ne? So, jetzt ist Ruhe hier. Höre ich noch was? Nope. Das war jetzt vielleicht ein bisschen Verschwendung, weil es übergeheilt hat, aber naja. Hauptsache wieder volle Lebensenergie. Das ist, was zählt. Wenn ich nicht ganz voll bin... Ah. Flatterviecher. Wenn die jetzt auch noch angreifen würden. Wenn man hier nicht ganz voll ist, stirbt man. Willkommen in der Solaranlage Sigma 0055. Eine ordnungsgemäße Identifikation wird benötigt. Bitte warten Sie hier. Wachmann Howard Phillips wird in Kürze bei Ihnen sein. Seht mal. Sind hier Vögel? Sind das überhaupt echte?
Der könnte doch jederzeit raus. Ich glaube nicht, dass das echte Vögel sind, Leute. Na? Die Dame. Was machen die Vögel hier? Da habe ich nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ja, komm, Spuck. Ekelhaft. Ihre Rig ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. Ich liebe KIs, ihr auch? Die sind voll super. Und gar nicht nervig. Vögelchen, überall Vögelchen. Boah. Hier gibt es übrigens einen kleinen Trick. Seht mal, dieser Kerl hier. Was haben wir denn Schönes? Persönliches Log Howard Phillips, Aufzeichnungsnummer 302. Ich möchte heim. ANTI behauptet, ich hätte keine Antwort auf meinen Versetzungsgesuch erhalten. Dabei war es schon das fünfte. Fünf Gesuche und nicht eine Antwort? Wie kann das sein? Kommen sie überhaupt an? Liest sie überhaupt jemand? Ich gebe es nur ungern zu, aber die Einsamkeit hier oben ist schlimmer, als ich gedacht habe. Hätte. Hatte. Sie fängt langsam an, mich zu beeinträchtigen. Die einzige gute Nachricht ist, dass Anti, ja, behauptet, meine Waffenanforderung autorisiert zu haben. Sie sollte heute irgendwann eintreffen, aber ich kann ihr nichts glauben. Ich bitte schon so lange darum. Ich kann kaum glauben, dass sie mir endlich meine Vögel genehmigen. Die Zeit wird's zeigen. Heute Nacht wird's zeigen. Ja, ich weiß ja nicht. Ich meine, die KI heißt nicht umsonst Anti. Ja, sehnt euch mal. Ah, guck mal, wieder schon. Bla, hallo. Guck mal, das ist er. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ihn können wir noch gut gebrauchen. Ihr könnt euch vielleicht denken, warum. Da wir keine Autorisierung haben, durch die Tür zu gehen. Vielleicht hat er das ja. Was, da war noch was? Ah, ein Energieknoten, sehr schön. Und schon wieder ein Shop. Also irgendwie übertreiben sie es ja manchmal, oder? So. Wahrscheinlich aber nur wegen der Energiekanone. So, was habe ich denn alles? Das nehmen wir uns mit. Ja gut, den Anzug. Ich behalte den hier. Der gefällt mir. Ich weiß, dass ich die Anzüge wechseln kann übrigens. Ich behalte ja auch die anderen Werte dabei. Also die Rüstung, die bleibt ja. Das Aussehen kann ich aber jederzeit ändern. Aber mir gefällt der hier. Da, bitteschön. Guck mal. Hm. Stationswachmann Howard Phillips. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Hat er ganz ganz gewiss. Oh. Ich nehme ihn mal mit, vielleicht können wir ihn hier noch gebrauchen. Oh. Okay. Ja, das war jetzt nicht so praktisch vielleicht. Willkommen in der Solaranlage Sigma 0055. Ja, ja. Eine ordnungsgemäße Identifikation wird benötigt. Bitte warten Sie hier. Ah, sind wir da oben. Hallo, Stationswachmann Howard Phillips. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Fantastisch. Komme ich überhaupt... Komme ich da rauf? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ich schätze mal, ich komme da irgendwann noch rauf, oder? Spuck. Ich glaube, das Mistvieh. Ja, das war nicht so berühmt, was ich da gemacht habe, aber. So. Was habe ich jetzt gemacht? So. Komm, ich brauche kein zweites Medipack. Gehen wir mal weiter. Also, der Tod war jetzt ein bisschen fail. Wie man so schön sagt. Neudeutsch, ne? Nee. Ja, ich bin der Gast, der alles darf, weil ich bin Mechaniker. Isaac Clark. Ich kenne meine Kennnummer nicht mehr, aber soll ja auch kein Problem sein. Ich darf ja sowieso... Ich muss nur meinen Namen sagen und die KIs hier zittern in Ehrfurcht. So ungefähr. Nicht wahr, Anti?
Na gut. Aber liebe Leute, bevor ich weitermache, will ich es mal gut sein lassen hiermit. Bisschen ärgerlich, oder? Die ganzen Bugs. Das kenne ich so gar nicht von damals. Na gut, nun denn. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich würde mich sehr über Likes und Kommentare freuen. Und natürlich wieder einschalten, wenn ihr möchtet. Nächstes Mal zu Dead Space Teil 2.